Hey und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, das Mittelalter. Mein Name ist Kumpel und ich bin hier alleine. Ich werde mir überlegen, was ich jetzt mache. Ich habe jetzt den Turm gebaut. Und nachdem ich den Turm gebaut habe, fällt mir halt noch was auf, was mir drüben in unserem anderen Dorf nicht so gefällt. Das stand jetzt tatsächlich auch in den Kommentaren. Ach, jetzt habe ich ja glatten Stein. Damit wollte ich ja damit weiterbauen. Da muss ich mal hier lassen. Das sollte ich nicht mit hin und her nehmen. Nein, da räume ich nicht rein. Wo räume ich ihn rein? Den räume ich erstmal hier hin. Ich hoffe, ich erinnere mich dran. Ihr werdet es erleben, das nicht. So, das habe ich alles. Ich habe ein Boot dabei. Das könnte ich, wobei es ist hier eigentlich besser aufbewahrt als... Da ist auch ein Boot drin. Na gut, dann ist es hier nicht besser aufbewahrt als drüben. Weil ich wollte nochmal mit euch was angucken. Ach, den Turm sieht man von hier, ist ja schön. Ich wollte mal was mit euch angucken gehen. Ich wollte mir ein Bild machen, nämlich... unsere Palisade hat ja trotz allem noch einen schweren Konstruktionsfehler. Das ist hier, glaube ich, nicht so ausgeprägt. Das Gelände, das Vorfeld kann man eigentlich ganz gut verteidigen. Niemand da. Das ist gut, aber ein Hackfleisch ist noch auf der Wiese. Ist ein bisschen verdorben. Ach, doch jemand da. Na. Das war ja knapp daneben. Oh, das ging schnell. Hui. Sind so jemand da? Ein Creeper oder so? Ich sehe aktuell keinen. Das heißt ja nichts, ne? Man kennt die miesen kleinen Kerle, ja? Gut, wir retten mal zurück. Nochmal. Und schauen da nochmal nach. Nach dem, was ich denke, was ich nachschauen möchte. Ich meine, das ist im Moment ein bisschen Hin- und Her-Reitfolgen, das weiß ich auch. Aber das ist halt das Schöne daran, das kann man halt auch mal machen. Und gebaut wird ja auch noch, also es ist halt auch immer eine Frage des Mixes, glaube ich. Es gibt immer Leute, die sagen, ich möchte bauen sehen, es gibt immer Leute, die wollen dies sehen, die wollen jenes sehen, ihr kennt es mittlerweile, habe ich ja schon oft genug drüber geredet und dann ist das halt einfach so, das muss man so hinnehmen. Und das kann ich auch nachvollziehen, da hat jeder seine persönlichen Vorlieben. Und es ist halt so, dass man tatsächlich auch hier immer so was wie einen demokratischen Konsens finden muss, damit alle zufrieden sind. Und in dem Fall geht es ja zurück auf eine Intention eines Zuschauers, die ich aber auch schon lange mit mir trage. Das habe ich das letzte Mal nicht schon drüber geredet sogar. Jetzt mache ich da so ein Geheimnis draus und am Ende habe ich schon drüber gesprochen. Das kann sein. Mein Sieb, das ich als Kopf benutze, das kann auch mal was vergessen. Das ist ansonsten ein sehr schönes Sieb, aber ja, das ist vorstellbar. Unterdessen könnt ihr mal Kommentare beim Flozehen schreiben und sagen, bau weiter, ich will die Videos sehen. Er hat ja dann für einen eigenen Kanal irgendwie gemacht, ich weiß aber, ich kam auch nicht dazu in letzter Zeit da mal zu gucken, was er da eigentlich macht. Das muss ich zu meiner Schande gestehen, manchmal fehlt einem leider ein bisschen die Zeit. Und aktuell ist es bei uns tatsächlich erstaunlich viel los. Dafür, dass man ja so noch immer mit Corona-Beschränkungen sowas zu tun hat, die ja bald mit Sicherheit wieder anziehen werden. Oder jetzt schon angezogen sind. Jetzt habe ich ja doch tatsächlich wieder ein bisschen Vorproduktion und bei Corona kann ja so sehr schnell gehen. Da ist das möglich. Auch wenn die Vorproduktion, die ich habe, wirklich winzig ist. Ja, ja. Jetzt läuft mir das Näschen auch noch zu einem Überfluss. Oh, guck mal, da oben ist ein Kumpel von dir. Mulitier. Nee. Ich habe ja ein bisschen rumgespielt in einer anderen Welt und habe da ein bisschen rumgetestet mit Verzauberungen und hatte mir mal testweise, um zu schauen, wie so die Ergebnisse sind, so eine Angel gemacht mit einmal Reparatur und dann eben mit Glück des Meeres 3 und mit Köder 3. Und man fängt ja eigentlich nur noch Fische und Nametags. Das ist mein Gefühl, wenn man diese Kombination drauf hat. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sich Köder 3 mit Glück des Meeres 3 so wahnsinnig gut verträgt. Nach meinem Gefühl nicht. Aber es geht halt zusammen drauf und dann, wie gesagt, man kriegt also wirklich eklatant viele Fische, teilweise in ganz kurzer Zeit. Du schmeißt im Grunde aus und dann kommt der nächste Fisch schon angeschwommen. Das ist geil. Aber du hast halt auch das Problem, dass du wirklich sonst kaum was fängst, außer natürlich, ja, das hättest du dir so gedacht. Und jetzt du auch noch, genau, so, jetzt haben wir es aber, ne? Vielen Dank. So, wir sind hier und da will ich auch hin und gucken.
So, also das Problem ist ja schon immer, dass die Palisade hier nutzlos ist. Ja? Das ganze Ding ist hier ja hier oben im Grunde ja angreifbar. Also man kommt von hier und da ist das Türmchen, da sieht man vielleicht sogar, wenn jemand von hier kommt. Und dann steht jemand hier und kann hier wirklich das ganze Dorf ausspionieren. Und das ist so ähnlich. Ich spring mal darüber. Das ist so ähnlich auch dort drüben. Also hier auch eigentlich, dass da die Mauer und dann... Und da dachte ich drüber nach, ob man das nicht mal machen müsste. Im Grunde, dass man die Mauer einfach bis... Dass man die Mauer hier bis an die Berggrenze oder so zieht. Ich weiß es nicht genau, wie man das günstiger... Also müsste dann schon, glaube ich, eine Mauer sein auch. Ich glaube, da wäre jetzt ein Dings ungeeigneter. Muss man sich von allen Seiten mal genau angucken, fürchte ich. Aber das kriegen wir hin. Das heißt im Grunde hier oder sogar, dann wäre hier oben der Teil halt auch noch eingemauert. Der wäre nicht ausgeleuchtet. Dann würde die alte Palisade erstmal bleiben. Aber hier ist ja der Turm vom Skyters. Und wenn dann hier eine Mauer stehen würde, ich meine, das hier dann wahnsinnig viel mehr Platz, aber das ist echt ein bisschen groß, aber zumindest, dass man es hier so weiterzieht. Also hier so und dann hier hoch und vielleicht wirklich hier irgendwo um die Kirche noch rum, weiß ich nicht. Aber die Kirche kann auch außerhalb stehen bleiben, da sehe ich nicht das große Problem. Wobei es kann natürlich ein Hauptquartier für Gegner darstellen. Ne? Die nisten sich da komfortabel ein, haben wirklich ein trockenes Plätzchen für ihren Stab und können gut planen, das ist das Problem. Und da drüben halt auch, ne, mit dem Berg. Ich glaube, da drüben der Teil ist einfacher, den umzusetzen, als das hier. Das müssen wir nochmal da gucken. Das würde noch Raum fürs Dorf bringen, gegebenenfalls einfach erstmal für Felder oder so. Auch das ist ja nicht so unwichtig. Pferd erschreckt mich nicht. So. Das ist gegebenenfalls auch nicht unwichtig. Achso, ich habe ja verrottetes Fleisch bekommen von irgendwem. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. So, das räume ich mal kurz in die Kiste. Und den Knochen auch. Den haben wir auch bekommen. Gut, aber also... Ich weiß jetzt nicht, wie viele Akazien wir auch noch haben. Nicht so viele. Das ist mehr so Meldebestand. Aber ich sag's mal so, wie es ist. Ich glaube, wir können zumindest mal so ein bisschen was einzeichnen uns. Mit dem, was wir da haben. Dann müsste man halt nochmal farmen. Ich guck mal, wie das hier draußen so aussieht und wie das sinnvoll wäre. Wir haben es ja bei dem Angriff auch so ein bisschen gesehen, aber natürlich muss dann sichergestellt werden, dass man an dem Berg nicht an der anderen Seite hochkommt. Weil der Hügel ist halt echt ein Schwachpunkt. Das hieße, man müsste, ja gut, hier wäre nur ein kurzes Stück nötig. Wenn ich mir das mal so grob vorstelle. Ich weiß nicht, ob ich hier genau richtig bin, ich mache es gerade mal hier hin. Das ist natürlich ein Aufstieg jetzt, den ich auch nicht haben wollte. Warte. So. Ich mache jetzt erstmal hier. Einfach, das ist auch in hässlich. Das ist mal so eine Überlegungs-, Planungsgeschichte. So. Das muss dann noch hier hochgehen. Und wir hatten hier oben ja diesen Kerl hängen, diesen Revenger. Hier kommst du tatsächlich nicht hoch. Den Überstand könnte ich da noch abklöppeln. Das könnte man hier so abschließen irgendwo. Also hier müsste man die Mauer bis dahin bauen. Also die Palisade in dem Falle. Das ginge. Denke ich ganz gut. Ich mache hier schon mal richtig. Dann rächt sich das später nicht. Richtig, sagte ich. So. Dann können wir hier noch gerade raus und da raus. Die Schaufel ist bald wieder kaputt. Das ist man von mir auch ausgiebig mittlerweile gewöhnt, leider. Dass bei mir immer die Schaufeln kaputt sind. So, das wäre dann auch hier.
Soll ich mir gleich noch eine holen oder habe ich vielleicht sogar mal noch eine dabei? Nö. Werkbank ist jetzt natürlich auch ein gutes Stück weg. Auch keine dabei. Könnte ich eine machen? Sehe ich aber noch nicht. Dann müssen wir uns Gedanken machen darüber, das Akazienholz anzubauen. Ach Mensch. Das ist schade. So. Ja, das ist ja hier dann, wenn man das also abgrenzt hier mit komplettem Zaun hier hoch, das ist ja unbezwingbar, dieser Berg dann. Und der bildet dann sowas wie einen, auch einen Aussichtspunkt, das nächste Mal in die Richtung, dass man da nichts mehr machen kann. Und dann haben wir immer noch das Problem mit dem Hauptberg. Das kriegen wir auch so schnell nicht gefixt, wenn ich das richtig sehe. Da ist sie davon gegangen, was ist hier? Den würde ich wegklöppeln. Ich hole dann aber gleich wirklich noch eine Schaufel. Oder ich mache gerade was mir. Warte mal. Das geht ja auch zügig. Ich möchte es halt jetzt echt auch keinem zumuten. Auch wenn man da, wenn man so einen Gedanken baut, dann stört einem das gar nicht so, wenn es ein bisschen länger dauert. Ich kann schon verstehen, wenn man als Zuschauer daneben sitzt, ist es nicht immer das Optimum, wenn da einer da so rumkrepelt. Warte mal. Das war jetzt noch nicht das Klügste, was ich... Doch, doch, das war okay. Das war okay. Also ich würde bis dahin runtergehen. Das muss ja dann eh hochgezogen werden. Die Frage ist, wie gut das aussieht. Oder habe ich das mit meinem Zeitenimpuls hier irgendwie sowas vorzubauen, aber naja gut, es geht dann halt bis da oben, ne? So, jetzt gehe ich erstmal überhaupt da hoch und schau mal kurz hier. Hier wohnen Schafe, da könnte ich mir hier gerade schon mal die Bäume wegmachen. Die sind nicht. Yeah. So, komme ich jetzt da dran zufällig? Schade, das Bett ist nicht hoch genug. Ich bin aber schon auf dem Server, ne? Schön, schön. Oh ja, hier lang. Warte mal, das, da waren wir noch nie. Oh, boah. Geiler Scheiß. Ach so, ich kann nur nachts schlafen. Ja gut, das ist vielleicht noch nicht Nacht genug. Jetzt habe ich da oben das Ding immer noch nicht weg, ne? Ich habe aber, glaube ich, noch Gerüste da, Mann, ne? So. Dann machen wir den auch noch weg. So. Da kann man schön runter ins Tal gucken. Huch, eine Schere ist im Bild. Das sieht aus, als wollte sie den Turm vom Romanus fressen. Der ist aktuell leider gar nicht da. Der ist weit, weit weg. Da ist ein bisschen, da bin ich ein bisschen traurig tatsächlich. So, ich mache hier mal dieses vorstehende Ding noch weg. Das sehe ich jetzt von hier gar nicht, was hier so genau noch vorsteht. Ich grab einfach mal hier lang. So, ist das hier alles überstehend? Das sieht so aus, ne? Es sieht so aus, als wäre das komplett überstehend. Was ist denn das für eine Hacke? Das habe ich schon mal gesagt. Haltbarkeit 1, ja gut, die wird auch nicht mehr lange machen. Ja, wobei, es steht ja... Nee, trotzdem, das ist doof. Das ist irgendwie doof. Kann man auch wieder dran bauen. Aber erstmal mache ich es weg. Das ist natürlich jetzt ein ganz hässlicher Block, das weiß ich auch. Ich muss mal kurz da runter. Vor allem auch, um zu gucken. So runter geht es ja noch einigermaßen. Jetzt ist es hier so eine Wand. Das ist, ja... Schönheit geht halt erstmal anders, aber... Da ist noch Erde, die so übersteht. Das ist gut zu sehen. Das ist dann die... Oh, das ging sogar noch weg. Das ist ja ein Glücksfall. Dann noch die da. Die da am Eingang steht. Ich glaube, das Ding hier ist nicht mal Pillager sicher so genau. Ich habe letztens gesehen, wieder einen Villager hochgelatscht. Das ist aus Versehen. Daraus schließe ich, dass Pillager das auch könnten. So, man hätte ja... Gut, ich meine, klar, dann... Packen wir dann oben das aber dann doch mal.
Mal so eine Mauer drunter. Lass mich mal denken. So, das ist auf alle Fälle. Das ist eine Option. Und dann würde man eben von hier aus irgendwo, hier wahrscheinlich auch am höchsten Punkt. Hier steht ja noch der schöne Baum, ne? Aber gut, der muss halt weg. Den habe ich ja extra mit Wurzeln gebaut. Und dann könnte man hier bis drüben an den Berg rangehen. Dann hätten wir hier das Problem schon mal abgeschlossen. Das ist eigentlich hier die günstigere Verteidigung. So kann der Baum vielleicht doch stehen bleiben. Ich guck mal. Also ich habe, wie viel habe ich denn jetzt noch von dem Akazien? Nicht mehr so wahnsinnig viel, aber auch nicht so wahnsinnig wenig. So. Mach's mal so ein bisschen vorläufig. Der muss natürlich weg. Das Feld da muss, braucht ein Schussfeld dann, ne? Klar. So. Bäh. Kein Talent heute. So. Da könnte man sich irgendwie Gedanken über das neue Tor machen. Ist auch noch nicht so von der Konstruktion so ganz optimal ist. Ich würde tatsächlich versuchen, das Tor so ein bisschen einzurücken. Ich lasse es jetzt erstmal, ich weiß jetzt nicht, wie wir da am Ende graben werden. Das ist vielleicht ein bisschen zu spät angefangen. So. Mal gucken. Eins früher, zwei rein. Wir haben ja ein Zweierbreite, oder? Das ist eine Dreierbreite. Die Zweier reicht uns auch. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und dann würde man gerade wieder hier rausgehen. So. Gut. Das ist falsch. Das sieht nichts aus. Das sieht so aber auch nichts aus, ich weiß. So. Da kann man auch direkt noch eins tiefer gehen. Dann muss ich da drunter noch setzen. Das war ich auch. Gut. Dann kommt hier das neue Tor hin. Das alte, wir lassen erstmal alles stehen, was das alte angeht. Das hat ja mittlerweile durchaus eine gewisse reelle Bedeutung, die Verteidigung. Das hat sich ja verglichen zu früher doch ein bisschen geändert. Die alten Monster waren ja doch eher so, und konnten nicht in der Art und Weise fortgehen wie die jetzigen, die Pillager. Und dann müsste man halt hier so rüber, dass der Berg ist eh eine natürliche Barriere. Warte mal, ich denke mal kurz. Ich denke oft, indem ich es wegreiße, das fällt mir auch gerade auf, ja. Da könnte man da gerade mal lang. Das wird dann hier. Ach nee, das sieht nichts aus. Dann machen wir es hier ein bisschen hoch. Das können wir uns auch sparen. Und hier. Und dann. Ja, hier auch. Ich mache erstmal nur zwei jeweils hin. So. Da hole ich mal kurz den Felsen mir. Ich meine, ein Felsen ist auch fester, aber es ist halt immer eine Frage dessen, wie was in Minecraft wirkt am Ende. Das ist nicht so von der Hand zu weisen, die Problematik. Müssen wir das alles noch hier ein bisschen verschönern am Ende. Das ist jetzt echt nur ein Grobentwurf. Ich glaube, da unten das Mäuerlein, dann wäre es eigentlich besser, wenn wir da jetzt tatsächlich hochspringen. Dass wir einen Cut reinmachen. Ich mach
mache hier gerade mal ein bisschen was weg, um zu gucken. Und zwar, dass man hier dann drauf springt, dass man hier weitermacht. Also hier so, und dann geht es tatsächlich hier so weiter. Ich weiß nicht, wie das aussehen wird. Ein bisschen Sachen kann man eben nicht vorhersehen. Und dann passt es aber hier ganz gut nochmal. Und hier vorne, das können wir ein bisschen runter. Das, da kommt es rein, da kommt ein bisschen runter. Jetzt bin ich gleich out auf Holz. Ach, Entschuldigung. Aber da, ich meine, das ist, wer hier hochklettert, ich meine, der hatte ja natürlich keine militärische Macht, ne? Wer bis hier hochklettert. Das muss man einfach so sagen. Und dann kämen wir bis zum Berg schon mal ran. Das wäre schon mal halt echt gut. Der bildet dann eher so eine natürliche Barriere. Ja. Was ist denn das da eigentlich für ein Knubbel? Ist irgendwie gefühlt was kaputt. So. Dass man hier... Jetzt habe ich auch noch drei genau, das heißt, das mehr kriege ich jetzt erstmal nicht hin. Gut. Das hast du dann diesen Berg da in der Mitte mit drin. Ich würde dann auch jetzt hier das Holz schon mal mitnehmen, solange noch Tag ist. Bäh. Man kann sich so wunderbar in diesen scheiß Büschen erschrecken. Unfassbar. Uah. So. Und dann hätte man hier... Da müssen wir gucken, ja, vorne brauchen wir, glaube ich, nur oben sowas wie einen kleinen Abschluss, dass keiner runterfällt oder sowas in der Art. Keine Ahnung. So in die Richtung. Aha. So, das ist meins. Ich würde dann auch hier die Büsche mal ausreißen. Weil die stören mich aktuell ja nur und außerdem quietsche ich dann immer, wenn ich reinlatsche. Die waren ja hier so ein bisschen als Verteidigung gedacht, aber jetzt ändert sich ja die Funktion. Jo, Drache kommt sofort. So. Haben wir eine Menge Beeren bekommen. Die setzen wir woanders wieder hin. Na, und dann erweitern wir unser Terrain letztendlich bis irgendwie hier hin. Und dann haben wir hier einen Wehrgang, der durch eine natürliche Barriere gebildet wird, dann geht es hier ein bisschen runter, da kommt das Tor hin, da geht es wieder hoch, dann hast du diese Bergkuppe, wo man vielleicht auch einen Wachturm noch draufsetzen könnte, einen hölzernen oder sowas. Und dann haben wir diesen Bereich hier abgesichert, der ja definitiv aus militärischer Sicht eine Katastrophe ist. Ich meine, guck mal hier, was du hier reinballern kannst. Ja, also, ne, also das ist ja kein Zustand. Ja, da kannst du das ganze Dorf bestreichen und da oben der Berg ist halt auch noch ein Problem. Ja, das müssen wir ändern. So. Sonst noch irgendwas hier rumfliegen? Mit dem Baum weiß ich noch nicht, was ich mit dem mache. Ich bin fast geneigt, ihn erstmal noch leben zu lassen. Da müssen wir dann hier einen schönen Aufgang noch bauen. Und dann hast du halt von hier aus eine Stelle, die einfach zum Dorf gehören muss. Ne? Weil du hier den Bereich unter Kontrolle hast und diesen da. Wenn du hier vorne noch ein bisschen was wegrasierst an Bäumen, so im Fallschussbereich, so ich sag mal hier den Baum, hier vielleicht Kuppe noch weg und dann hier die Bäume hier weg, ne? Und da hier noch so ein paar weg, dann hast du hier einen richtig guten Bogen und wenn hier oben Kräfte stehen, ne? Militärische Kräfte in irgendeinem Bogenschützen, die beherrschen das ganze Gebiet. Wir reden, noch haben die Pillager keine Artillerie, also insofern ist das einfach notwendig. Und dann müssen wir halt gucken, was wir hier drüben mit der Chose machen. Man könnte jetzt sagen, zumindest haben wir hier noch eine zweite Festung im Nacken. Das heißt, wer hier auf dem Berg ist, der muss diesen Turm erobert haben. Ansonsten hat er ja immer noch eine Flanke nach hinten. Das ist auch kein Zustand. Aber es reicht nicht, das Türmchen. Da sind vielleicht, weiß ich nicht, 4-5 Leute drin. Die können den Gegner maximal, wenn das nicht erobert wird, piesacken. Und das sind jetzt so Gedanken, die natürlich nicht alle auf die Pillager zu treffen, das ist mir auch klar. Aber es geht ja auch um einen gewissen Versuch, das historisch einzufassen und einzunorden.
Mach das mal kurz hier auch noch weg, die Bäume. Hier dürfte ein bisschen länger dauern. Tja. Wie schon sagte, er dürfte ein bisschen länger dauern. So. Dauern ja immer ein bisschen länger. Wird schon sehr dunkel eigentlich. So. Diese Bäume sind. Also der Baum hier ist echt eine Challenge. Stelle ich fest. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich hier oben nicht unbedingt jetzt, selbst wenn Nacht wird, schwer durch Monster bedroht bin. Eher durch Abstürze. Ich weiß nicht, wie hoch die schießen können, ehrlich gesagt. So, interessante Feststellung übrigens, Minecraft-Laubblöcke haben keine Rückseite, wenn man von vornherein guckt, wenn die auf dem Boden stehen oder so. Habe ich als Bugreport bekommen, daraufhin habe ich dann mal studiert. Aber die Laubblöcke, die sind tatsächlich nach hinten, da ist nichts. Das siehst du hier ganz gut. Da so auch ein bisschen hier bei dem jetzt. Warte, wenn da nichts mehr dahinter ist, merkst du es ganz. Siehst du das? Da ist nichts dahinter. Also der Block ist nur nach vorne mit Textur, aber da kann man nichts machen. Das ist Teil der Minecraft-Mechanik, sage ich mal. So, da war doch irgendwo noch was. Ich habe da noch genau Holz gesehen. Aber wo war's? Da. So, ist hier sonst noch irgendwo was? Das merkt man hier in den Bäumen übrigens gar nicht, dass die Bäume, also dass die hier, jetzt sieht man es ja ganz gut, da ist einfach keine Textur mehr dahinter. Und wenn du da so auf den Boden setzt, dann hast du halt echt nichts dahinter. Das ist dann ein bisschen komisch, aber das, ja, wie gesagt, können wir nicht beeinflussen. Ich habe auch bei anderen TPs mal reingeguckt und bei Default auch und also überall so, da kann man nichts machen. Das ist die Darstellung dieser Blöcke, die Transparenz unterstützen scheinbar. Die das so löst. Interessanterweise müsste man bei Schalkerkisten und so auch gucken, die auch Transparenz unterstützen. Aber das kann ich jetzt hier nicht im Let's Play. Da sind wir mit Schalkerkisten, das ist ein Fremdwort für uns. Wir wissen nicht mal, was eine Schalkerkiste ist, streng genommen. So. Unten lag auch noch Holz, das will ich auch noch holen, trotz einbrechender Nacht. Ich bin ja bewaffnet und nicht ungefährlich und ich hoffe, ich habe alles. Ich weiß es aber leider nicht. So, da, jetzt komme ich da nicht mehr hoch, ne? Liegt auch noch Zeug rum. Jetzt wird es ja dunkler und dunkler. Ich will ja nichts verlieren. So, und die nächste Folge ist dann, wenn ich das richtig sehe, Folge 600. Oh. 600 Folgen Minecraft, das Mittelalter. Eigentlich eine Zeit, zurück zu den Wurzeln zu kehren, ne? Zum Spawn gehen zum Beispiel. Ja, ja, die Wurzeln. Naja. Ich gehe dann mal hier ins Bett. Und ja, dann wachen wir ja wohl in der nächsten Folge auf. Hm? Würde ich behaupten. Ja, wahrscheinlich ist das so. Dann bis Folge 600. 700? 600? 700? Ich weiß nicht mehr. Gute Nacht!